Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Rainer Will vom Handelsverband und ich freue mich sehr, Sie heute gemeinsam mit dem Herrn Dr. Josef Baumgartner vom WIFO begrüßen zu dürfen, damit wir Ihnen eine Prognose zum Weihnachtsgeschäft 2020 geben können. Darüber hinaus wird es auch eine Gesamtjahresprognose für das sehr, sehr krisengeschüttelte Einzelhandelsjahr geben. Und ja, darf nun mit den kurzen Ausführungen beginnen. Wie erwähnt, wenn wir auf die nächste Folie gehen, freue ich mich, dass wir uns da sehr kompetente Unterstützung sichern konnten und die gewohnte Jahreskonferenz zwischen WIFO und Handelsverband hiermit starten können. Noch einmal meinen Dank an Dr. Josef Baumgartner, dass Sie Zeit gefunden haben und darf auch unterstreichen, dass es gerade heuer enorm schwierig ist, ein Bild zu zeichnen, das präzise ist. Daher wollen wir Ihnen einige Daten anbieten, die dann zusammen ein Bild ergeben sollen. Herr Dr. Baumgartner war bis in die Nacht tätig, um eben die letzten Zahlen zu aggregieren und eine Prognose geben zu können. Daher außerordentlicher Dank an der Stelle von unserer Seite, von Seiten des Handelsverbandes. Ja, wie geht's dem österreichischen Handel? Wir haben eine oder mehrere Befragungen der Händler, nämlich von hunderten Händlern, klein bis groß, durchgeführt. Die Situation ist durchaus extrem angespannt. Ganze 6.500 Händler befinden sich in einer existenziellen Überlebenssituation, die nicht gesichert ist. So haben 20% der Händler angegeben, die Weihnachtsgelder an die Mitarbeiter nicht zeitgerecht überweisen zu können. Das sollte mittlerweile in den überwiegendsten Fällen zwar passiert sein, aber eben verzögert. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Darüber hinaus hat jeder vierte Händler nicht mehr die Möglichkeit, eingehende Rechnungen zeitgerecht zu bedienen. Und jeder zweite Händler hat Existenzängste, beziehungsweise jeder zweite Händler hat angegeben, sich den Unternehmerlohn nicht mehr entnehmen zu können, weil eben einfach kein Kapital mehr zur Verfügung steht. Anfang der Woche waren noch ca. 50% der Umsatzersatzraten auf den Händlern, auf den Konten der Händler eingegangen. Mittlerweile freuen wir uns, dass eben wesentlich mehr eingegangen sind und ein Dank auch ans Finanzministerium an der Stelle. Summa summarum hat sich natürlich auch die Konsumentenseite verändert, auch wenn man über den Handel hinausblickt. Wir sehen, dass eine Prognose vom Branchenradar besagt, dass heuer minus 16,5 Milliarden Euro an privaten Haushaltsausgaben getätigt werden. Das ist natürlich so, dass hier schwerpunktmäßig auch der Dienstleistungs- und Freizeitwirtschaftsbereich betroffen ist. Der stille Zeuge dieser Entwicklung ist die Verdoppelung der Sparquote. Und uns ist bewusst, dass man nicht zweimal pro Woche zum Friseur geht, wenn man einen harten Lockdown hinter sich gebracht hat. Aber eben auch im Handel ist es je nach Warengruppe sehr unterschiedlich, welche Nachholeffekte noch realisiert werden können. Das heißt, heuer ist natürlich ein Cocktail unglücklicher Umstände zusammengekommen, dass nicht nur die erste Welle uns massiv vor unlösbare Aufgaben gestellt hat und auch Ungewissheit, auch die Bevölkerung, weil ja nicht klar war, wie sich es weiterentwickelt. Beim zweiten Lockdown haben sich gewisse Routinen eingestellt. Wir haben ja auch gestern empfohlen, dass es einen Vorfinanzierungsfonds gibt, damit es Kontozahlungen gibt für jene, die dann schon einen Beleg für Staatshilfen haben, weil oftmals Liquidität wie die Luft zum Atmen für die Unternehmen ist, damit sie am Markt bleiben können. Da ist auch gut, dass die Insolvenzkriterien außer Kraft gesetzt sind derzeit, damit man geordnete und eine nachhaltige Lösung für die angeschlagenen Unternehmen finden kann. Kommen wir zur Marktentwicklung und hier möchten wir Sneak Preview geben in Bezug auf den Onlinehandel, der natürlich insgesamt sehr stark als digitaler Vertriebskanal von der Corona-Krise auch profitieren konnte. Das heißt, der Einzelhandel in Österreich hat in den letzten 9 Monaten der Krise mehr digitalisiert als in den letzten 10 Jahren. Das war ein Urknall. Corona war der Urknall der Digitalisierung im Handel und auch eine Zäsur für die Branche und all jene, die eben über mehrere Kanäle aktiv sind, haben ein Stück weit die Verluste abfangen können. Wir sehen heuer, dass
erstmals 17% Zuwachs im E-Commerce verzeichnet wird und damit der Anteil des Onlinehandels in Bezug auf alle stationären Einzelhandelsausgaben laut einer Prognose vom Branchenradar eben über oder circa 11% ausmachen wird. Das ist ein sehr starker Anstieg und es sei natürlich dazu gesagt, dass hier der Löwenanteil an internationale Online-Giganten geht. Dazu haben wir ja auch gestern eine Pressekonferenz mit der Gewerkschaft und Greenpeace abgehalten und wir setzen uns natürlich für faire Rahmenbedingungen ein, aber eben auch für innovative Unterstützungen, damit der heimische Handel von diesem Bereich auch profitieren kann. Im Detail sieht man auch, dass die Handelslandschaft sich durch Corona massiv verändert hat, dass die großen Steine im Glas in Bewegung geraten sind und hier die Menschen natürlich sehr stark auch im Lebensmittelhandel nachgefragt haben. Interessant ist auch, dass im Gesamtjahr der Lebensmittelhandel auch im E-Commerce um 21% zulegen wird, wenngleich hier Tiefkühlprodukte am stärksten profitieren. Auch schon vor der Krise ist es einfach immer mehr en vogue geworden, auch digital Lebensmittel und Nearfood-Waren zu beziehen. Drogeriewaren gleichermaßen. Wir sehen eben auch, dass im Elektronikbereich durchaus über das Gesamtjahr ein leichtes Plus sogar verzeichnet werden kann und das ist auch sehr stark getrieben durch den Onlinehandel. Ganz klar ist auch die Warengruppe, die ermöglicht, dass wir hier miteinander interagieren können und Sie digital dabei sein können, nämlich der Handel mit IKT und Telekom. Waren. Das heißt, alles, was digitale Infrastruktur betrifft, ist auch sehr stark nachgefragt worden. Wenn es in der Corona-Krise einen Verlierer im Handel gibt, dann ist es definitiv das Warensegment Bekleidung und Schuhe. Wir sehen hier, dass stationär signifikante Verluste hingenommen werden und hinzunehmen sind. Wenngleich auch hier der E-Commerce stark zweistellig zugelegt hat, ist es so, dass einfach diese Branche insgesamt auch am allerstärksten heuer verloren hat. Das betrifft natürlich am stärksten auch kleinere KMU, Mittelständler, Einpersonenunternehmen, die in dem Bereich tätig sind, Hochzeitswarenhändler, die praktisch auch natürlich mangels Anlässe keine Nachfrage mehr haben und daher ist die Situation auch eine, die kritisch und angespannt bleibt. Ja, Gartenprodukte, sei noch gesagt, in der ersten Welle war Cocooning und Balkonien ein großer Aspekt in Bezug auf die veränderte Kundensituation. Man hat zuerst, könnte man fast sagen, ans leibliche Wohl gedacht und sich alles Mögliche an Lebensmitteln, das sich auch länger hält, auf Lager gelegt. Im nächsten Schritt hat man die eigenen vier Wände aufgemöbelt, im wahrsten Sinne des Wortes, und darüber hinaus aber auch ein kleines Grün angeschafft für den Balkon oder ins Umfeld an den Garten investiert. Über das Jahr hingegen sieht man aber, dass das doch ein Einmaleffekt war und die Restriktionen für diese Branche durch die regulatorischen Verhängungen der Betretungsverbote sich ins Negative dann gedreht haben bei der Gesamtjahresprognose. Gesamtjahresprognose, da sind wir schon dabei. Sie sehen hier die stationären Umsätze in der Prognose, die wir Ihnen bekannt geben heute. Und die gehen wieder zurück auf ein Niveau vor 2017. Das heißt, der Einzelhandel außerhalb der Lebensmittel ist hier natürlich der Treiber im Negativen, der am stärksten betroffen ist und damit haben wir einen Rückschritt, den wir heuer verzeichnen müssen. Wenn wir auf den roten Balken blicken, dann sehen wir hier den Zuwachs im Onlinehandel, im Distanzhandel, der ist da auch dabei. Und hier ist aber rein der österreichische Internet-Einzelhandel abgebildet und der profitiert auch, wächst auch, aber eben in keiner Relation zu den Verlusten, die stationär zu verzeichnen sind. Insgesamt kommen wir daher auf eine Gesamtjahresprognose von 74,5 Milliarden Euro brutto und hoffen natürlich, dass wir im Folgejahr einen Rebound-Effekt erleben werden, der uns als Branche digitaler und damit auch krisenresilienter macht, sodass wir, sollte es zu einer weiteren Welle oder weiteren Wellen kommen, eben auch digital bestehen können und
die Verluste noch stärker eindämmen können. Derzeit spielt sich die Situation aber meist noch im Ausland ab, wenn man über den Onlinehandel spricht. Das hängt abseits der Rahmenbedingungen, die wir schon mehrfach angesprochen haben, eben auch daran, dass hier sehr viele Internet-Einzelhändler auch mit Convenience überzeugen, und Amazon ist hier einfach der stärkste Spieler, der 878 Millionen Euro im Vorjahr verzeichnet hat. Auf der Folie sehen Sie Amazon.de, da ist noch der Umsatz in der Höhe von ca. 44 Millionen Euro hinzu zu addieren von Amazon.com, und dann muss man im Verbundeffekt noch einmal 900 Millionen dazu rechnen. Das ist so circa der uns bekannte Plattformumsatz, der in diesem Jahr verzeichnet wurde. Insgesamt verzeichnen die 250 umsatzstärksten Webshops in Österreich 3,6 Milliarden Euro und davon 1,8 Milliarden Euro allein die Top 10. Das heißt, man sieht, wie stark hier diese Marktkonzentration wahrgenommen wird. Die Österreicherinnen und Österreicher finanzieren damit 30.000 Arbeitsplätze außerhalb der österreichischen Grenzen, und damit ist natürlich ein gewisses Gefährdungspotenzial für jeden der 600.000 Arbeitsplätze im Einzel- und Großhandel gegeben. Und insgesamt sprechen wir ja im Handel von jedem sechsten Arbeitsplatz. Daher appellieren wir natürlich heuer mehr denn je an die Solidarität der Menschen, und wir wollen da auch eine Anleitung dazu geben, denn heuer kann man wirklich auch einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag leisten, indem man, wenn man als Christkind seine Liebsten beschenkt, man auch doppelt schenken kann. Jeder, der im heimischen Handel kauft, egal ob es ein Geschäft ist oder im heimischen Onlinehandel, schenkt doppelt. Er ist auch ein Arbeitsplatz sicherer, oder und aus dem heraus gibt es unter www.kaufsregional.at mittlerweile über 5000 Webshops, die der Handelsverband auch anbietet und empfiehlt, wo man auch eben regional kaufen kann. Ja, zum Weihnachtsgeschäft wird Kollege berichten und das WIFO im Detail eingehen, aber auch alle weiteren Analysen tätigen. Wir wissen, es ist der Mehrumsatz des Einzelhandels im Dezember, der ein gewisses Normalmaß übersteigt, nämlich das im Schnitt zwischen Jänner und November realisiert wird. Daher wird eine durchschnittliche Umsatzentwicklung von Jänner bis November berücksichtigt, unter Trend der Konjunkturentwicklung sowie kalenderbedingte Effekte. Hierbei gehen wir noch kurz eben darauf ein, dass sich praktisch der klassische Begriff des Weihnachtsgeschäftes verändert hat, weil natürlich die Amerikanisierung des Konsums Einzug hält. Das heißt, der Black Friday, der Cyber Monday führt mittlerweile dazu, dass bereits fast drei Viertel, nämlich 72% aller Österreicherinnen und Österreicher in diesen Sondereinkaufstagen bereits Weihnachtsgeschenke beschaffen. Summa summarum hat es hier international alleine beim Singles Day aus Asien am 11.11. eine Steigerung auf 38% gegeben, auf 47,7 Milliarden Euro. Die Österreicherinnen und Österreicher geben im Schnitt pro Kopf 245 Euro für den Black Friday und den Cyber Monday aus. Was die Weihnachtsgeschenke betrifft, gehen wir heuer von einem Rückgang aus der Ausgaben pro Kopf. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir noch 464 Euro verzeichnet. Heuer geben die Österreicherinnen und Österreicher 420 Euro aus. Verblüffend ist, dass 15% der Österreicherinnen und Österreicher 100% online Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und hier sieht man dann noch die weiteren Quartile, wie hoch der Anteil der Online-Käufe an den Weihnachtseinkäufen ist. Was sind die beliebtesten Geschenke? Wir wissen, dass über dem Warensegment, das Sie hier sehen, das beliebteste Geldgeschenke sind, was sich die Österreicherinnen und Österreicher wünschen. Das zweite sind Reisen, die heuer schwerer stattfinden können. Und das dritte sind Gutscheine. Daher gehen wir davon aus, dass die zweite Kategorie der Reisen und dieser Geschenke sich stärker auf Gutscheine für Waren eben aufteilen wird. Und
eben auch dann in Richtung Geldgeschenke verlagern wird. Ein Hinweis ist natürlich auch die Verdoppelung der Sparquote. Und auf der anderen Seite sei gesagt, dass das Weihnachtsgeschäft zu über einem Drittel aus Gutscheingeschenken besteht. Daher ist auch für den heimischen Handel die Zeit zwischen 24. und 31. Dezember so wichtig, weil es hier immer wieder Spekulationen gibt, dass wieder Schließungen ins Haus stehen. Da macht der österreichische Handel eben rund 10% des Weihnachtsgeschäftes. Daher ist ganz entscheidend. Und in diesen Tagen werden schon 12% der Gutscheine eingelöst. Es werden Waren umgetauscht der Menschen, die beschenkt wurden, und knapp 90% werden dann in den Monaten Jänner, Februar und März an Gutscheinen eingelöst. Auf der Warengruppenebene ist Spielzeug mit 33% ganz vorne. Danach kommen Süßigkeiten, knapp gefolgt, die dürfen nirgendwo fehlen. Darüber hinaus Bekleidung nach wie vor und immer wieder. Bücher sind auch hoch im Kurs. Wir hören leider allzu oft, dass die österreichischen Buchhändler sagen, wir sehen diese Statistiken, aber in der Kasse spiegelt sich das nicht wieder. Es gibt natürlich diese Marktveränderungen, die wir alle kennen. Dennoch ist es immer schön, ein Buch zu erhalten und am schönsten natürlich aus dem österreichischen Handel. Und Punkt 5 sind Parfums und Kosmetik mit 26%. Summa summarum gehen wir von einem nominellen Mehrumsatz im Weihnachtsgeschäft im Dezember von netto 1,1 Milliarden Euro aus. Das ist eine Zahl vorab, aber die Details zur WIFO-Umsatzprognose Einzelhandel ohne Kfz, die wird Ihnen jetzt der Dr. Josef Baumgartner erläutern, und ich möchte ihn um seine Ausführungen bitten und danke ihm noch einmal für die umfassende Recherche und die intensive Befassung mit diesem kritischen Jahr. Es kann, ist eine Feuertaufe heuer in jeder Hinsicht. Ja, vielen Dank. Ich werde Ihnen jetzt auf Basis der aktuellen WIFO-Konjunkturprognose, die wir am kommenden Freitag vorstellen werden, sozusagen, das ist der Rahmen, in dem diese Einzelhandelsumsatzprognose erstellt wurde. Und wenn Sie bitte auf die nächste Folie gehen, sehen wir hier den wöchentlichen Wirtschaftsindikator des WIFO, der die zwei Lockdowns im Frühjahr und im Herbst sehr deutlich widerspiegelt. Und man sieht, dass der Einbruch im Herbst etwas schwächer war als im Frühjahr. Und die aktuelle Beobachtung, die letztverfügbare, ist die 49. Kalenderwoche. Das war im Prinzip die letzte Lockdown-Woche. Und die auf der Grafik strichliert bzw. punktiert dargestellten Bereiche sind im Prinzip Erwartungen, wie sich sozusagen dieser Rebound darstellen könnte, ob er wieder ähnlich ist wie im Frühjahr oder etwas schwächer ausfällt. Das hat natürlich auch Konsequenzen fürs Weihnachtsgeschäft. Aber insgesamt sozusagen auf Basis dieser konjunkturellen Einschätzung und der Prognose für den Konsum, wo wir ausgehen, dass der reale Konsum heuer um über 8% zurückgehen wird und die Sparquote um mehr als 15, auf über 15% steigen wird, wobei dieser Anstieg in erster Linie durch den Rückgang im Konsum bewirkt ist. Die verfügbaren Haushaltseinkommen real gehen nur sehr, also sind relativ stabil durch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen und schrumpfen nur ganz leicht. Bitte die nächste Folie. Neben diesem gesamtwirtschaftlichen Überblick möchte ich auch kurz darstellen die Entwicklung auf Basis vom WIFO-Konjunkturtest, wie im Einzelhandel die Geschäftslage in den letzten 3 Monaten beurteilt wurde. Das heißt, das ist in der Blick zurück. Und da sehen wir auf Basis der letzten Umfrage, die noch vom November stammt, dass im Sommer die Entwicklung relativ günstig war und die Einschätzung auch relativ günstig sich darstellt. Also die angegebenen Werte sind im positiven Bereich und verglichen mit den beiden Jahren zuvor sozusagen etwas besser. Und man sieht,
dass sozusagen auch von der Lagebeurteilung die Einschätzung deutlich positiver ist, als das noch vor der Krise war. Das ist ein Sondereffekt, der sich hier widerspiegelt und der im Prinzip das Ergebnis für den Gesamthandel darstellt. Weil es hat in manchen Bereichen nach dem Lockdown einen sehr starken Rebound gegeben, wie der Herr Magister Will schon angesprochen hat, war das insbesondere in den Bereichen, die mit Wohnen und Garten zu tun gehabt haben, aber auch im Elektronikbereich, im IT-Bereich und auch vor allem im Nahrungsmittelbereich. Also dort hat die Nachfrage sehr stark zugelegt und insgesamt ist im ersten, also kumuliert die ersten drei Quartale der Einzelhandelsumsatz sogar leicht über dem Vorjahresniveau gelegen. Wenn wir aber jetzt den Blick nach vorne richten, wie gesagt, diese Umfrage ist erstellt worden im November, das heißt de facto am Anfang bzw. mitten im leichten Lockdown, da haben sich die Erwartungen sehr stark eingetrübt und es ist zu vermuten, dass der Dezemberwert noch negativer sein wird. Also die Erwartungen im Einzelhandel sind aktuell wirklich im Keller. Und auf dieser Basis, auf dieser Datengrundlage habe ich die Prognose für den Einzelhandelsumsatz erstellt. Und da sozusagen die Datenlage fürs heurige Jahr basiert auf den veröffentlichten Daten von Statistik Austria. Das sind die ersten 9 Monate schon verfügbar. Und für den Monat Oktober haben wir vorläufige Zahlen. Das zusammengenommen hat sich der Einzelhandel, wie schon gesagt, von einem starken Einbruch im Lockdown, im ersten Lockdown, wo im März und April die Umsätze um 26 bzw. 31% zurückgegangen sind, hat sich das über den Sommer erholt. Und was wir jetzt angenommen haben, ist, dass im November, wo der Lockdown so quasi 2 Wochen gedauert hat, also und eine Woche im Dezember, insgesamt damit die Lockdown-Phase kürzer war als noch im ersten Lockdown, der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat im November wir 20% angenommen haben. Diese Zahl fußt in erster Linie auf monatlichen Daten von den Kreditkartenumsätzen beziehungsweise von Transaktionsstatistiken von bargeldlosen Zahlmethoden. Sozusagen diese beiden Monatswerte dazu ergeben dann eine Jahresprognose für den gesamten Einzelhandel ohne die Nahrungsmittel, dass sich aufs Jahr gerechnet in diesem Bereich ein Rückgang von 4,3% ergibt und der Nahrungsmittelbereich aufs Jahr gerechnet um deutlich über 8% steigt. Und eine Prognose fürs Weihnachtsgeschäft ist im heurigen Jahr besonders schwierig, weil die Entwicklungen im Laufe des Jahres so dynamisch waren, dass sozusagen wir nicht von einer wie üblicherweise durchschnittlichen Entwicklung für die ersten 11 Monate ausgehen können und dann den Dezember uns anschauen, sondern ich habe in dieser Prognose einen Vergleich angestellt, wie war die Entwicklung November und Dezember im 2019 und verglichen mit unserer Schätzung für das heurige Jahr und dann auf dieser Basis würde ich auf einen Rückgang des Weihnachtsgeschäftes von ungefähr im gesamten Handel
im gesamten Einzelhandel ohne Kfz um 6% kommen. Das teilt sich auf in den also Nicht-Lebensmittelbereich von fast minus 15% und im Nahrungsmittelbereich von beinahe 9% plus. Ja, soweit meine Ausführungen zur Umsatzprognose und gebe das Wort wieder zurück an Herrn Will. Ja, vielen Dank für die Ausführungen, Herr Dr. Baumgartner. Von unserer Seite stehen wir natürlich jetzt für Fragen zur Verfügung. Es sei einfach nochmal zusammenfassend gesagt, der österreichische Einzelhandel in der Bilanz wird im Jahresumsatz um minus 2,2 Milliarden auf 74,5 Milliarden Euro einbrechen in der Bruttobetrachtung. Das Weihnachtsgeschäft wird um bis zu 10% schrumpfen. Wir haben hier zwischen 6 und 10% einen Tunnel, wo wir einfach noch abhängig von den Restriktionen und dem weiteren Verlauf der nächsten Tage und Wochen noch eine Unsicherheit haben. Und daher ist das Kontinuum, in dem wir uns bewegen. Wir stehen natürlich für Fragen gerne für die beteiligten Journalisten und Interessierte zur Verfügung. Also grundsätzlich sagen unsere Befragungen, dass man nicht nur im Dienstleistungsbereich, sondern auch im Einzelhandel im Schnitt so bis zu einem Drittel der Verluste wieder aufholen kann. Aufgrund der Verwerfungen ist es so, dass wir laut diesen Daten ein Stück weit vielleicht noch mehr aufholen können. Das liegt einfach entscheidend an dem Konsumverhalten. Konsum ist Psychologie und auch daran dann, ob die Menschen jetzt noch stärker wieder Zuversicht entwickeln und damit aber auch eben ja, in den Konsum gehen damit. Ob ein neuer Lockdown kommen wird, das kann nur die Politik entscheiden. Es gibt natürlich die Spekulationen, die auch uns erreichen. Wir können nur festhalten, dass der Handel zum einen immer die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle gestellt hat, schon bei der Erstausreichung und Ersterstattung der Bevölkerung mit Masken durch den Lebensmittelhandel, aber eben auch im Bereich der Einhaltung der Abstandsregeln, 10 Quadratmeter pro Person und allen anderen Verordnungen hat sich der Handel immer als verlässlicher Partner der Politik erwiesen. Und es ist so, dass wir circa von 10% an Umsätzen zwischen 24. und 31. Dezember ausgehen. Es ist für uns eine sehr, sehr entscheidende Phase. Das heißt, das Weihnachtsgeschenk und vor allem das Weihnachtsgeschäft endet nicht mit 24. Dezember. Wenn man in diesen Feiertagen wieder schließen würde, würde man ein automatisches Amazon-Förderungsprogramm starten. Und daher appellieren wir natürlich auf die Sensibilisierung in dem Bereich, dass wir natürlich auch diese Zeit brauchen, dass die Menschen Geldgeschenke einlösen können und es dann in den Sozialstaat und in die Pensionstöpfe auch reinfließt. Und wir appellieren daran, weil natürlich auch Menschen von Umtausch und anderen Warenkäufen Gebrauch machen wollen. Davon profitiert natürlich der Handel auch, weil aus gezielten Käufen und Umtauschaktionen dann auch Spontankäufe, Cross-Selling und weitere Warenkäufe entstehen können, die wir mehr denn je brauchen. Weil ich darf bei alter Zahlen daran erinnern, dass schon vor der zweiten Welle 85% der Händler angegeben haben, dass sie bis zu einem Drittel Umsatzverluste hinnehmen werden müssen. Warum ist das so? Weil natürlich von über 40.000 Unternehmen im Handel die grob, nämlich über 90% kleine Unternehmen sind und die sind am härtesten getroffen von der Krise und noch köpfen mit den größten Verlusten befasst, mit denen sie umgehen müssen. Und daher ist es eben so wichtig, heuer noch auf jeden Fall eine nachhaltige Ermöglichung des Weihnachtsgeschäftes sicherzustellen. Denn auch der Konsument wird sonst verunsichert, wenn solche Spekulationen bestehen. Uns ist natürlich bewusst, dass die Anzahl der Kontaktpunkte entscheidend ist und die biologische Situation der Bevölkerung. Aber sobald das außer Streit gestellt ist, werden alle Beteiligten im Land natürlich froh, hier auch diese Planungssicherheit zu haben. Das würde allen helfen. Herr Wille.
Droht uns vielleicht nächstes Jahr eine Insolvenzwelle? Wir sehen, dass derzeit 6.500 Handelsunternehmen gefährdet sind. Das haben schon knapp 10%, nämlich 9,5% im Verlauf des Jahres das Gewerbe ruhend gestellt oder die Geschäftstätigkeit eingestellt, weil nicht einmal mehr die Gehaltsüberweisungen möglich waren. Das ist ein großer Anteil. Wir nehmen ja jetzt sogar wahr, dass weniger Insolvenzen stattfinden, aufgrund der Regelung, die die Politik erlassen hat, damit eben Insolvenzbestände jetzt nicht eintreten. Das ist sehr, sehr sinnvoll, kann aber natürlich auch nicht so alleine stehen bleiben. Es braucht hier natürlich auch ein Konzept des Lock-ups, denn sobald hier Fälligstellungen geschehen, sind dadurch Ketteneffekte zu berücksichtigen. Denn wenn ein Unternehmer nicht mehr in der Lage ist, eine Rechnung zu begleichen, geht genau dieser Kasseneingang ja auch einem anderen Unternehmer ab oder einer anderen Person. Und daher muss man dieses Ökosystem in der Herausforderung meistern. Und wir hoffen natürlich, dass keine Pleitewelle droht. Wir gehen aber schon von einer Marktbereinigung aus. Und da können uns nur Staatshilfen und dann auch gezielte Unterstützungen, um den digitalen Wandel auch mit auf Augenhöhe zu begegnen, helfen. Danke, Melanie. Dankeschön. Danke sehr. Ja, war super. Ja, es sind in der Zwischenzeit auch noch einige Fragen über den Chat reingekommen, unter anderem vom Christoph Schlemmer von der APA. Die Frage lautet, in Ihrer ersten Prognose für das Weihnachtsgeschäft haben Sie mit einem Minus von 20% gerechnet. Warum ist der erwartete Umsatzrückgang mit maximal minus 10% nun deutlich niedriger? Also für uns hat sich im Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Prognose einfach in den Ist-Zahlen abgebildet, dass der Nachholeffekt ein guter ist und dass eben manche Warengruppen stärker davon profitieren, als wir in der Erstprognose angenommen haben. Summa summarum bleibt aber die Situation sehr, sehr gespannt, weil sich einfach die Warengruppen nicht gleich gut jetzt entwickeln können. Vielleicht gleich daran anschließend eine Frage von Ellen Lemberger, ORF. Minus 10% im Weihnachtsgeschäft klingt nicht so schlimm. Wie passt das damit zusammen, dass jeder zweite Händler Existenzängste hat? Minus 10% ist leider schon sehr, sehr schlimm, denn auch wenn die Zahl eine überschaubare ist im Vergleich zu 0 bis 100, sind gerade bei minus 10% unfassbar viele kleine Unternehmen mit involviert, die Verluste von minus 30, minus 40% verkraften müssen. Und solche Prozentzahlen sind nicht verkraftbar. Es ist schon schwer verkraftbar, wenn die Miete weiterhin in vollem Umfang gezahlt werden muss, man Waren vorfinanziert hat fürs Weihnachtsgeschäft, die man nicht absetzen kann und die aus der Saison kommen. Und wenn man gerade jetzt die doppelten Gehälter, das Weihnachtsgeld stemmen musste, wenn man Einbrüche von minus 5, minus 10% hat. Und wir wissen, dass hier eben die Kleinsten am stärksten darunter leiden mit wesentlich höheren Einbrüchen. Dazu noch eine Frage von Gabriele Jirisch von RetailReport.at. Wissen Sie, wie viele der kleinen Händler doch auf österreichischen oder internationalen digitalen Marktplätzen vertreten sind und somit Umsatzverluste abfangen? Es ändert sich natürlich immer sehr stark. Wir wissen, dass es mittlerweile 13.500 Webshops in Österreich gibt. Und wenn man die Zahlen davor ansieht, dann sieht man, dass ein Webshop oftmals im digitalen Raum wie ein Sandkorn im All ist, weil natürlich auch viel digitale Investments und werbliche Unterstützungen erforderlich sind, damit man den Konsumenten gegenüber entsprechend wahrnehmbar ist. Wir wissen auch, dass Amazon, der Marktplatz, ein wichtiger Vertriebskanal ist, über den bis vor einiger Zeit auch schon 300 Millionen durch KMU erwirtschaftet wurde. Hier gehen wir, glaube ich, von ca. 4.000 Marktplatzhändlern aus Österreich aus. Das heißt, es ist durchaus eine signifikante Zahl und damit oftmals auch der erste wichtige Schritt, um zu sehen, ob sich ein Produkt für den harten Preiswettbewerb eignet, um dann zu überlegen, ob man immer auf eine eigene Webpräsenz umsteigt. Oftmals kann ein Marktplatz ein sinnvoller erster Schritt sein, weil man damit beispielsweise Eigenmarken vertreiben kann, wo es keinen Wettbewerb gibt.
außer asiatische Fake-Produkte buchen sich auf dieses Produkt, gibt es leider zur Genüge. Und dann kann man eben praktisch umleiten auf einen eigenen Webshop, wo man vielleicht dann auch Fremdmarken vertreibt, mit denen man bei Amazon oder anderen Marktplätzen im Wettbewerb zu anderen Händlern stehen würde. Dort kann man dann mit Kundenberatung und Qualität punkten. Das könnte ein Konzept sein. Und ich hoffe, das beantwortet soweit die Frage, auch was die Zahlen betrifft. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage von Frau Lehmberger. Ein neuerlicher Lockdown wäre ein Amazon-Förderprogramm, sagen Sie. Was fordern Sie oder was wünschen Sie sich von der Bundesregierung? Also grundsätzlich wünschen wir uns einfach nur Fair Play, das heißt faire Rahmenbedingungen. Wir haben bereits gestern mitgeteilt, dass wir eine fiktive Gewinnbesteuerung für all jene Online-Giganten ohne Betriebsstätte in Österreich empfehlen würden, bis es eine digitale Betriebsstätte gibt und damit ein neues Steuersystem. Bis dorthin wird noch viel Zeit vergehen, daher braucht es hier diesen Schritt. Darüber hinaus kann man auch einzelstaatlich, also das heißt, es würde dann in einer Verbreiterung der bestehenden Digitalsteuer um digitale Kontaktpunkte, die eben Umsatz durch erleichterten Versand von Waren und Dienstleistungen an Konsumenten in Österreich betrifft, abzubilden sein. Es gibt ja 11 Staaten, die schon bekannt gegeben haben, innerhalb der Europäischen Union hier Schritte zu setzen oder eben Schritte schon gesetzt zu haben. Österreich und die Politik hier haben eben auch Gesprächsbereitschaft signalisiert, nämlich der Vizekanzler Kogler, der Finanzminister Gernot Blümel, aber eben auch die Opposition hat einen Schritt angekündigt bzw. diese Forderungen unterstützt. Nämlich nicht nur die fiktive Gewinnsteuer, sondern eben auch eine Plattformhaftung subsidiär für Fake-Produkte, wenn die Plattform, über die die Fake-Produkte zu unseren Konsumenten kommen, nicht garantiert, dass die Dokumentationspflichten korrekt sind, sodass sich der Konsument in diesem Falle regressieren kann. Wenn aber beispielsweise beim asiatischen Händler das sehr schwer ist oder der nicht greifbar ist, dann müsste nicht nur die Plattform, die eben für die Dokumentation so sie nicht erfüllt ist, haften, sondern eben dann auch gegenüber dem Konsumenten und auch dem Geschädigten, in dem Fall dem Markenproduzenten, der hier der Geschädigte beim Fake-Produkt ist. Der zweite Punkt ist der ökologische. Wir treten seit langer Zeit dafür ein, dass die Verpackungsentpflichtung korrekt abgewickelt wird. Das heißt, Marktplätze, die in unser Land operieren, müssen die Verpflichtung haben, die Lizenznummer für die Abfall- und Verwertungssysteme der Marktplatzhändler zu dokumentieren, denn nur dadurch mit einem Auskunftsrecht für eben jene Stellen ist es eben möglich, dass dann praktisch auch die österreichische Behörde sicherstellen kann, ob die korrekten Gewichte bei den Verpackungsmengen, die in unser Land kommen, auch gemeldet werden, ob überhaupt welche gemeldet werden, und so das nicht korrekt erfolgt, soll auch die Plattform dafür haften, und das sind unsere wesentlichen Anliegen. Vielleicht eins noch zur Klarstellung, weil auch damit befasste Studienautoren mittlerweile glauben, dass die 22-Euro-Grenze, unter der man zoll- und mehrwertsteuerfrei in unser Land Pakete aus aller Welt senden kann, schon geschlossen ist. Nein, ist nicht der Fall, seit 5 Jahren nicht. Gemeinsam mit dem Finanzministerium, dem Zoll und der Österreichischen Post haben wir hier Schwerpunktkontrollen umgesetzt. Es ist jetzt schon wieder Corona die Ausrede, dass manche Länder wie Holland und Deutschland da zu wackeln beginnen und schon einmal überlegt haben, ob man nach einer Verschiebung, die jetzt auf 1. Juli gelegt wurde im nächsten Jahr, noch weitergeht. Und wir hoffen, dass das auf keinen Fall passiert, denn wir wissen, 97% aller asiatischen Pakete, und da ist diese Region einfach die stärkste, kommen falsch deklariert ins Land. Das heißt, ich beschaffe mir um 50 Euro ein Handy, eine Jeans. Es wird abgebucht mit der Kreditkarte sofort und auf der Versandverpackung steht 18 Dollar, 19 Dollar, um eben nicht in die Mehrwertsteuerfalle zu tappen. Falle im Sinne der europäischen Behörden, und daher ist hier einfach ein Handlungsbedarf gegeben, da auch hier 150 Millionen liegen bleiben. Bitte um faire Rahmenbedingungen, wir haben keine Zeit mehr dafür. Wir sehen es an den Zahlen, und die wir Ihnen heute auch gemeinsam präsentiert haben. Mhm.
Gleichzeitig auch eine Entbürokratisierung und eine Entdiskriminierung des stationären Handels. Es kann nicht sein, dass man, wenn man 10.000 Euro für 40 Quadratmeter Filiale im Shoppingcenter im Süden von Wien bezahlt, dass man dann 3 Monate davor eine Mietvertragsgebühr erhält, die zu entrichten ist in der Höhe von 1% auf die Mietvertragsdauer der Mietzahlungen für 5 Jahre oder unbefristet für 3 Jahre. Heißt, ein kleiner Händler muss 5.000 Euro an den Staat zahlen, nur wegen einem privatwirtschaftlichen Vertrag, wo der Staat nichts damit zu tun hat. Und warum ist das so unfair? Weil genau dort, wo das Licht brennt, wo der Heizkörper warm ist, Menschen stehen, die Beratung ja auch eine gute sein soll. Nur das ist eine unfaire Situation, denn jeder Drittstaatenhändler bewegt sich frei wie ein Vogel und muss solche Gebühren nicht zahlen für ein Lager. Und da gibt es viele Dinge. Wir haben 600.000 Beschäftigte und wünschen uns natürlich auch, dass die Lohnnebenkosten ein bisschen überschaubarer werden, denn wir haben die höchste Lohn- und Abgabenquote oder eine der höchsten im europäischen Vergleich. Und hier braucht es natürlich auf mehreren Ebenen jetzt ein Erste-Hilfe-Paket für den Handel, eine Lock-up-Strategie nachhaltig. Und für die sind wir immer gesprächsbereit. Und wir sehen auch seit gestern, dass die Politik gesprächsbereit ist. Und darüber freuen wir uns sehr. Nun müssen halt die Taten folgen. So, dann ist von Frau Lemberger noch eine Bitte an den Herrn Dr. Baumgartner eingegangen. Könnten Sie noch mal ganz kurz Ihre Prognose zusammenfassen? Ja, unsere Prognose, wie gesagt, basiert auf den bisher vorliegenden Daten von Statistik Austria für die ersten 3 Quartale. Da ist ein leichtes Umsatzplus für das Gesamtjahr. Und jetzt haben wir für den Oktober bzw. für die Lockdown-Phase im November einen Umsatzrückgang von -20% angenommen und im Dezember um -10%, immer gerechnet auf das Vorjahresmonat. Und wenn man es vergleicht, wenn man in dieser Präsentation vielleicht nochmal zurückgeht, sozusagen diese -20% mit der Phase vom ersten Lockdown, da hatten wir im März -26% und im April -31%, wobei also jetzt für den Einzelhandel ohne Nahrungsmittel, weil das ist sozusagen der Bereich, der unmittelbar am stärksten natürlich betroffen ist, weil der Nahrungsmittelbereich doch deutlich an Umsatz zulegen konnte. Dadurch, dass es Verlagerungen gegeben hat vom Außerhauskonsum in den privaten sozusagen Nahrungsmittelnachfrage, wenn Sie im Homeoffice sitzen oder im Prinzip, wenn Restaurants geschlossen sind, steigt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Ja, und für den eben Einzelhandel im Nicht-Lebensmittelbereich haben wir eben für den November -20% angenommen, wobei man auch berücksichtigen muss, dass die ersten 2 Novemberwochen die Geschäfte noch offen waren, und für den Dezember -10% gegenüber dem Vorjahr, wobei wir nur eine Woche den vollen Lockdown hatten. Ich habe jetzt okay. Gut, also für die Prognose der Einzelhandelsumsätze für das Gesamtjahr haben wir für die Monate November und Dezember einen Rückgang im Nicht-Lebensmittelbereich um 20% bzw. 10% unterstellt, und das ergibt dann im Gesamtjahr einen Rückgang um 4,3% des Umsatzes. Wunderbar, also es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat angekommen. Wie gesagt, sowohl der Handelsverband als auch das WIFO stehen natürlich im Nachgang für Fragen gerne nur zur Verfügung. Und damit das Schlusswort vielleicht an Rainer Will. Ja, ich danke Ihnen alle für die Teilnahme und möchte mich noch einmal beim Herrn Dr. Baumgartner für die Kooperation zwischen Handelsverband und WIFO herzlich bedanken. Alles Gute für Sie.